Hier seid ihr richtig bei eurer Nummer 1 für China Smartphones und heute hier von uns vom CECT Shop das Unboxing und Hands-on des Realme X Lite oder auch diese Youth Edition, also der kleine Bruder des Realme X, in Indien unter anderem auch unter dem Namen Realme 3 Pro bekannt. Selbiges mit der Modellnummer RMX1851, verfügbar in zwei verschiedenen Farben, und zwar in Blau und Lila, in drei verschiedenen Varianten mit 4+64, 6+64 und 6+128 GB. Wie immer alle weiteren Specs und der Lieferumfang mit Hands-on nach dem Intro. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, also das Realme X Lite hier von der Box her optisch kein großer Unterschied zum normalen Realme X. Wir haben hier im Lieferumfang dann mit dabei natürlich eine SIM-Nadel. Dann ebenfalls hier am Start vom Modell RMX1851. Schnellstartanleitung, das Ganze in Mandarin natürlich. Hier seht ihr dann auch die unterstützten Netzstandards B1, B3, B4, B5 und B8. MicroSD-Karte passt hier rein zur Speichererweiterung. Und natürlich hier noch ein Garantiekärtchen. Das darf auch nicht fehlen. Mit SAR-Wert, kleiner, 2 Watt pro Kilogramm. Auch eine transparente Silikonhülle ist hier mit im Lieferumfang enthalten. Und dann kommt hier schon als nächstes das Smartphone zum Vorschein. Doch ehe wir uns das genauer anschauen, auch noch der Hinweis, dass natürlich auch eine Kontrollliste beiliegt. Denn wir testen jedes Gerät persönlich vor dem Versand an euch. Ja, wie ihr sehen könnt, wahrscheinlich ist hier dann auch noch ab Werk eine Display-Schutzfolie aufgedruckt. Wir haben das Ganze hier in Lightning Purple, also in Lila. Vor uns hier allerdings dann der Übergang ins Schwarze, also ein bisschen Gradient das Ganze. Rückseitig dann der Fingerabdrucksensor. Wir haben die Dualkamera mit einem Hauptsensor, 16 Megapixel, der IMX 519 hier umrahmt, und einen zweiten Sensor mit 5 Megapixeln. Booten das Ganze mal. Hier vorne dann eine Water Drop Notch. Ja, und dann ebenfalls noch mit hier dabei ein ganz schöner Knopfen hier, das VOOC Ladegerät, 20 Watt 3.0 und zwar mit 5 Volt und 4 Ampere, also das liegt dann hier ebenfalls noch mit bei. Dann natürlich wie immer der Hinweis, dass wir je nach Empfängerland auch den passenden Adapter mit beilegen, auch hier ein bisschen farblich abgesetzt. Ihr habt es wahrscheinlich hier auch schon gesehen, dieser Gelbstich, auch hier beim Micro-USB-Kabel. VOC, ja, das Ganze kommt dann aus dem Hause BBK Bugugao, wie man hier in Südchina sagt. Unter dem Dach auch Marken wie OnePlus, Vivo und Oppo. Aus dem Grund kommt hier dann auch beim Realme X Lite Color OS als UI basierend auf Android 9 Pie zum Einsatz. Knallen hier mal ein bisschen die Helligkeit hoch. Ja, 6,3 Zoll Bildschirmdiagonale. Das normale Realme X hat ja 6,53. Selbiges hier, das Lite wird auch durch den Snapdragon 710 angetrieben. 2,2 GHz Taktung. Und ihr seht dann auch hier, wie beim normalen Realme X, wird hier lediglich Englisch und Mandarin traditionell und vereinfacht als Betriebssystemsprache unterstützt. Adreno 616 GPU. Wir haben hier noch ein paar Werkzeuge, FM-Radio auch mit dabei, unter anderem natürlich auch der Kompass sowie AGPS, GPS, GLONASS und Beidou. Wir haben dann hier auf der rechten Seite
Rückseite und Rahmen aus Kunststoff, den Ein- und Ausschalteknopf. Wir haben hier oben eine Öffnung fürs Mikro und auf der linken Seite den SIM-Slot sowie Plus-Minus Lautstärkewippe. Den holen wir uns auch gleich mal hier raus. Dann seht ihr nämlich auch hier, dass in das Realme X Lite 2 Nano-SIM-Karten und eine zusätzliche Micro-SD-Speicherkarte reinpassen. Also ein Dreifach-Karten-Slot hier verfügbar. Sehr schöne Geschichte. Dann haben wir noch eine Klinkenbuchse, Öffnung fürs Mikro, Micro-USB-Ladeport und die Öffnungen für den Lautsprecher. Das Ganze hier dann auch abgerundet. Bringt 172 Gramm auf die Waage. Ja, und zurück zum System dann also. Schauen wir mal durchs Einstellungsmenü. Bluetooth haben wir 5.0 an Bord. AptX, AptX HD. Wir haben natürlich auch Dualband Wi-Fi, Wi-Fi direkt, Multiscreen-Interaktion. Dann Notifications, also die Benachrichtigungen und der Statusbar hier oben. Turn-on-Screen für Notifications, also dass der Bildschirm eingeschaltet wird, wenn ihr eine Nachricht reinbekommt. Battery Percentage, also die üblichen Einstellungsmöglichkeiten. Hier könnt ihr noch die Benachrichtigungen managen. Display und Helligkeit, auch hier wieder warmer oder cooler. Die Farben einstellbar, Default, Auto-Rotate natürlich. Font Size, also hier einfach ein bisschen die Schriftgröße anpassen. Ja, Default Font, also da müsste was runtergeladen werden. Fullscreen Display Funktion für gewisse Apps. Night Shield, ja, wir haben hier auch einen Night Eye Protection Mode, den das Realme X Lite unterstützt. Auch dieser Mode hier, OSIE Vision Effect. Dann geht es weiter hier, Homescreen. Sound und Vibration. Das sollte auch klar sein. D&D, Do Not Disturb, also bitte nicht stören. Hier könnt ihr einstellen, wann zum Beispiel das Ganze aktiviert werden soll, zu welcher Uhrzeit. Ja, Fingerprint und Face ID zum Entsperren. Face ID natürlich mit Frontkamera zum Entsperren. Rückseitig hier der Fingerabdrucksensor, der verwendet werden kann, um das Smartphone zu entsperren. Brino ist hier die chinesische AI des Realme Smartphones. Convenience Aid, also hier könnt ihr die Gesten bzw. Navigation einstellen. Entweder Onscreen-Tasten, selbige dann auch spiegelbar natürlich, könnt ihr auch wieder verstecken. Oder eben diese Swipe-Up-Gesten, also einfach hier mal von unten nach oben auf der rechten Seite zurück oder in der Mitte zum Homescreen oder eben länger gedrückt halten und dann bekommt ihr den App-Drawer hier zu sehen, beziehungsweise die vorherigen Apps. Assistive Ball, auch hier dieser Floating-Button, hier kann die Transparenz eingestellt werden. Smart Sidebar, also dass hier eben nochmal die Sidebar herauskommt. Hier könnt ihr dann auch Apps hinzufügen. Das Ganze ein bisschen personalisieren. Gestenkontrolle, Screen Off Gesten, Smart Call, Raise to Turn On Screen, also anheben, um den Display aus dem Standby zu holen, sowie drei Finger. Screenshot,
Red Packet Assistant, das wahrscheinlich alles hier außerhalb von China absolut uninteressant, da ihr wahrscheinlich kein WeChat nutzt, sondern WhatsApp. Ja, der Akku, der hier verbaut ist, hat 4045 mAh, ist somit sogar ein bisschen größer als im Realme X, wo er ja 3765 mAh hat. Dann hier die spärliche Sprachauswahl, Simplified, Traditionell und Englisch. Erweiterte Einstellungen, also von den 64 GB sind hier noch ab Werk. 47 GB verfügbar, Datum und Uhrzeit, Keyboard, Eingabe, Search, User Guide, also der Benutzerhandbuch hier online, OTG, Google, auch schon mal gut, dass hier mit dem Einstellungsmenü dabei ist. Software Updates, das ist dann natürlich auch der Vorteil bei der originalen ROM, die bekommt ihr dann jeweils rein, natürlich Realme X hier, die Youth Edition RMX 1851, Color OS Version 6, Android Pie, 6 GB RAM, DDR4X, der Snapdragon 710 Octa-Core CPU, das also die Eckdaten hier, und dann habt ihr hier noch Color OS mäßig den Cloud Service, andere Konten, App Management, Apps klonen, GameSpace, ja, dieser mobile Beschleunigungsmode, auch als Hyperboost 3.0 angepriesen. App Splitscreen, also ihr könnt hier den Bildschirm unterteilen und verschiedene Apps dann eben nutzen. Seht ihr auch dann immer schön die Animationen und System-Apps. Ja, das abschließend hier zum Einstellungsmenü des Realme X. Andernfalls schauen wir auch nochmal gerne in die Kamera hier rein. Fotos also hier oben im Einstellungsmenü. Wird euch dann gar nicht angezeigt, mit wie vielen Megapixeln hier geknipst wird. Fullscreen kann gewechselt werden. Oder eben 4:3, 1:1. Timer, Touch to Take Photo, also berühren, um Foto aufzunehmen. Videos, 30 Frames per Second bzw. 60 Frames per Second. 30 Frames per Second mit 4K möglich. Dann habt ihr noch den Portrait Mode hier auch. HDR natürlich auch. Super Nacht Szenen Modus. Schauen wir mal, wie es aussieht vom Zoom her. Also 10-fach Dual-Pixel-Schnellfokus. Der Hauptsensor ja mit seinen 16 Megapixeln mit Blendenzahl 1,7, 1,22 Mikrometer Pixelgröße. Und die Frontkamera hier mit 25 Megapixel, 4-in-1 Smart-Pixel-Technologie, 1,8 Mikrometer. Die Pixelgröße unterstützt dann hier zum Beispiel AI Face Unlock, HDR und Smart Beauty. Ja, das soll es also dann hier soweit wieder gewesen sein mit dem heutigen Unboxing und Hands-on des Realme X Lite. Selbiges sowie das Realme X findet ihr natürlich wie immer bei uns hier im Online-Shop unter cect-shop.com. Weitere Infos auch wie immer in der Videobeschreibung. Und bei weiteren Fragen bitte einfach einen Kommentar hinterlassen. Und an dieser Stelle nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren. Danke fürs Zuschauen. Bis bald, euer CECT-Shop-Team.